Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origins. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Hallöchen liebe Freunde, heute geht es weiter mit Erkunden, Brandschatzen und Plündern. Wir hatten in der letzten Folge den Phylakis besiegt hier in der Gegend, der hieß Ptolemäus Faust. Und daneben oder nebenbei haben wir noch eine Ritualstätte gefunden und da fehlt uns nur noch eine einzige Ritualstätte. Dann haben wir die ganze Mission abgeschlossen. Wir werden wahrscheinlich dann das Ende der Story erfahren und ich bin gespannt, was wir heute machen und erfahren werden. Vielleicht könnten wir heute mal eine Nebenmission machen. Wir hatten in den letzten Folgen sehr viel Fragezeichen abgeklappert und so weiter. Und ja, dann können wir heute mal versuchen, eine Nebenmission zu machen. Ich glaube, hier unten im Süden war noch irgendwo etwas. Da ist zum Beispiel auch noch ein Phylakis, der eiserne Widder und wir haben noch unzählige Fragezeichen hier in der Wüstengegend und da ist auch eine Mission. Die Plage der Rebellen und hier sind sogar zwei Phylakis noch in der Wüste drin. Alter Schwede, das wird richtig heftig, glaube ich. Mal gucken, ob wir auf die treffen. Es sind doch recht viele Phylakis übrig, ne? Hier sind auch noch zwei, also schon fünf Stück gefunden heute. Nur durch Zufall. Das wird echt schwer. Und wir haben hier unten echt noch sehr viele Nebenquests. Sehe ich gerade. Ist mir gar nicht aufgefallen. Die, die rot markiert sind, die sind wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber sollen uns nicht davon abhalten, dass wir die machen. Demnach würde ich sagen, wir reisen nach Krokodilopolis. Und könnten eventuell dann da unten mal die Quests starten. Und eventuell noch das eine oder andere Fragezeichen mitnehmen, wenn wir schon in der Nähe sind. Aber wir reisen erstmal dahin und gucken dann da weiter. So, liebe Leute, wir sind in der Krokodilopolis angekommen und ich habe hier gesehen, in der Nähe ist noch ein Schatz, den wir uns erstmal holen werden. Und wir haben hier auch, glaube ich, noch, wir haben ja insgesamt noch einige Papyrus-Rätsel zu machen. Die werden wir dann auch nach und nach abschließen. Halt! Ja, warte, ich will nur deinen Schatz mitnehmen. Den haben wir da oben. Und dann nehmen wir den auch mit, wenn wir schon mal hier in der Ecke sind. Das können wir ja gerne ausnutzen. Und dann renne ich gerade mal darüber und schnapp mir den. Damit hat er nicht gerechnet, ne? Der kleine Wicht. Okay, dann hole ich mir den Großen da oben. Diese Zone ist tabu. Ja. Okay, den haben wir auch. Sehr schön. Das war easy. Und ich glaube, der Dritte, der schläft sogar da unten. Aber er ist aufgestanden. Okay. Und ab geht's. Peng. Gerade aufgestanden und schon wieder hingelegt. Der feine Herr Römer. Und das ist der zweite Schatz. Ein Raubtierbogen in einer kleinen Tasche. Alles klar. Nun gut, wir gehen rüber zum... Ach halt, sorry. Dich habe ich vergessen. Danke für die Info. Sehr nett von ihm, dass er sich nochmal gemeldet hat, bevor wir weggegangen sind. Aber jetzt gehen wir rüber zur Mission und eventuell könnte ich vorher mal beim Schmied vorbeischauen und meine ganzen Waffen verkaufen. Das werde ich, glaube ich, mal machen. Da vorne ist der Schmied. Komm, da gehen wir mal hin und verkaufen unsere Sachen. Kommst du zum Teil? Nee. So. Jetzt kann es etwas dauern. Ich werde gerade mal skippen. Bis gleich, liebe Leute. 2000 Jahre später. Okay, Leute, ich habe alles verkauft. Ich habe nur die, ja, danke. Ich habe nur die seltenen und legendären Waffen behalten. Den Rest habe ich verkauft und habe jetzt knapp 90.000 Drachme. Ich glaube, damit konnte ich schon bald eine ganze Stadt kaufen in der Zeit. Aber nun gut, da vorne ist die Mission. Soldaten, hört her, was ist denn los? Ich kenne diese Geschichten. Im Süden, bei Theben. Treiben Dinge ihr Unwesen, die sich dem Verständnis der Sterblichen entziehen. Dinge? Welche Dinge? Ein mystisches goldenes Licht ist ihr Vorbote. Okay, ein Helikopter. Ein goldenes Licht bei Theben. Das sollte ich mir ansehen. Okay, da werden wir mal hingehen. Hauptmänner, Offiziere, Waffenträger, ihr müsst für Ägypten gegen einen unerbittlichen Feind aus dem Reich der Toten kämpfen. Ja. Okay. Ja, ist okay. Wir reisen mal darüber. Wo ist denn das überhaupt? Oh, das ist im unbekannten Gebiet. Okay, da waren wir noch nie. Wusch. Ach du Heilige, wie soll ich denn da hinkommen? Das kann ja heiter werden. Ja, okay, das kann echt lange dauern.
Bleib stehen! Ja. Ich werde nur mal ein Boot nehmen und dann werde ich mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe, heute noch, darüber zu kommen. Also, ich habe ja gar keinen Anhaltspunkt in der Nähe. Das ist schon echt bitter. Naja, bis gleich. Versteck im Asinoite-Steinbruch. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Das ist ein Fragezeichen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das eigentlich auch mit abschließen. Wir waren ja gerade auf dem Weg darüber zu den Sichtungen. Mitten in der Wüste. Aber wenn wir schon mal vorbeilaufen an der Ecke hier, dann können wir das auch mal mitmachen. Dann müssen wir nämlich nicht nochmal hierher kommen. Ich denke, das bietet sich an. Und ich bin gespannt, ob wir das überhaupt schaffen hier. Das ist ein verdammt großer Ort, der Steinbruch. Und hier sind Banditen, die den für sich eingenommen haben. Es wird, denke ich, kein Problem sein, die alle kalt zu machen, aber die Zeit ist halt ein Problem. Ich möchte hier nicht unnötig viel Zeit verschwenden an dem Ort. Aber den haben wir schon mal. Sehr schön. Und der hat einen Kriegsbogen dabei. Hey, ich habe gerade deinen Kommandanten ausgeschaltet. Komm doch mal bitte hierher. Es kann ja nicht schaden, oder? Wenn man mal bei seinem Kommandanten vorbeischaut und dann in den... Okay, es hat geklappt. Den da oben müssen wir uns auch noch schnell holen. Ja. Es hat leider nicht geklappt. Er war zu weit weg von uns. Aber ich denke mal, es hat keiner mitgekriegt. Es war niemand in der Nähe. Jetzt hör auf. Hör auf abzuwehren. Geht doch, danke sehr. Soll er wissen, dass wir da sind? Den Rest kriegen wir auch so down. Der ist zum Beispiel hier unten, der Rest. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt... ja, wow. Das ist natürlich jetzt gutes Timing. Oh, wir sind gerade mal hinter diesen blöden Holzstäben hier. Der sieht uns doch sofort. Ah, komm. Scheiß drauf geschissen. Ah, wir haben es noch hingekriegt. Nice, Mann. Aha. Warte. Da. Jetzt brennt ihr hoffentlich. Jawohl. Es hat geklappt, was ich wollte. Nice. Alter, geht's da ab? Da explodiert ja gerade alles in dem Feuer. What the fuck? Hier brennt einfach alles jetzt. Ja, genau das wollte ich ja. Das war ja meine Absicht. Warum ballern die mich mit 100 Pfeilen zu? Ich weiß es nicht. Und ich frage mich auch gerade, ob wir das heute überhaupt noch schaffen, in der Folge zu der Mission zu gehen. Denn das war ja schon recht intensiv hier, zeitintensiv. Aber mal sehen. Ich werde mal gucken, wie ich das schaffe. Wir haben ja keine Eile. Alles gut. Okay, es fehlt noch ein Schatz, den haben wir noch irgendwo. Was haben wir hier? Interessant. Was ist das für eine Höhle? Okay. Ist hier denn der Schatz der zweite eventuell? Sieht fast so aus, irgendwie. Jetzt könnte man hier irgendwas finden, Interessantes. Nee, es ist nur... Stein. Ach, hier ist was. Zum Lesen. Ah, nee. Der Kohlenstoffkristall. Ah, okay, haben wir es doch gefunden. Nice. Da haben wir es abgeschlossen. Perfekt, dann können wir weitergehen. Und ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Fragezeichen oder auch am Ziel. Schaut mal, Leute, da hinten ist ein Sandsturm. Das sieht richtig heftig aus gerade. Ich bin gleich schon da. Neue Region entdeckt. Descheret. Hier ist einfach nichts mehr außer Sand. Wir sind jetzt mitten in der Wüste. Hier ist überhaupt keine Zivilisation mehr. Das goldene Licht sein, von dem ich hörte? Welches goldene Licht? Was sind das für Männer? Wer ist das? Alter, was ist das? Der sieht... ist das eine Mumie? WTF, was haben wir hier gefunden, Leute? Was haben wir hier gefunden? Ich hoffe, das ist nicht eine Mission von dem DLC. Aber ich weiß es nicht. Was geschieht hier? Das goldene Licht sein, von dem ich höre. Welches goldene Licht denn? Was geht hier vor? Ich sehe kein goldenes Licht, du. Okay. Also da muss es irgendwo sein. Moment. Na komm, da haben wir es. Ist natürlich unterirdisch. Okay. Was ist das? Warum blitzt es da unten drinne? Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Hilfe.
Okay, wir gehen da runter. Können wir da runter gehen? Okay. Es war wohl nix. Okay, Leute, zweiter Versuch. Ich weiß nicht, was das hier ist. Sehr interessant auf jeden Fall, aber... Warum müssen wir hier gegen Mumien kämpfen? Ich bin ein bisschen überfragt gerade, aber okay. Mal gucken, worauf wir stoßen hier. Sonderlich gut sind die Mumien ja nicht im Kampf. Das kriegen wir recht easy hin, aber die sehen cool aus. Ist interessant. Peng. Okay. Ey, der hat mich getroffen. Ekeliger Typ hier. Sendo, geh mal lieber weg hier von den ekligen Mumien, dass du dich noch ansteckst mit irgendwas. Ja, glaube ich, dass das nach Tod riecht, wenn ich gegen Mumien kämpfen muss. Na komm. Was haben wir hier nur gefunden? Was ist das denn hier für ein Zentrum des Todes? Alter Schwede. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir gehen mal da runter. Und wieder einer. So langsam nervt's. Böser Geist hat diese Soldaten entfesselt. Das ist ja wie in dem Film, Alter. Richtig cool. Ich habe echt Respekt vor denen, auch wenn die nicht sonderlich schwer sind bisher. Aber schon creepy. Ich will jetzt aber endlich mal ans Ziel ankommen. Es nervt, dass wir alle 5 Meter gegen einen kämpfen müssen. War ja klar. Alter! Ein toter Hauptmann. Wie der eben da aus dem Loch kam, das sah richtig eklig aus. Aua. Lass mich in Ruhe, du brennst. Du musst dich lieber mal löschen. Alter, warum trifft er mich denn? Drecksau. Hä? Hör mal auf. Du bist doch ein Deppert. Hier, nimm das. Du brennendes Etwas, du. Hä, der Block einfach alles ab? Komm, drauf da. Der muss ja jetzt mal down gehen. Ey, der sticht mich einfach ab, der Sack. Okay, wir haben ihn. Wie viele denn noch? Und was ist hier drin? Okay, hier ist nichts drin. Ein Glück. Aber ich würde gerne mal ans Ziel kommen und nicht alle 5 Meter gegen einen kämpfen müssen. Alter, jetzt haut er mich nochmal. Der ist doch schon endlich. Ach. Mach dich ab, Mann. Okay, den haben wir. Nice. Wie lange ist er noch? Da oben ist, glaube ich, ein Eingang. Oder ist das der unten? Ne, oben ist kein Eingang. Ich glaube, wir können hier reingehen. Da kommt aber noch ein Hauptmann. Na komm. Alter, jetzt trifft er mich nochmal. Dieser elende Mumiensack. Komm, rein da jetzt. Ich habe keinen Bock mehr gegen die zu kämpfen. Was? Kenep Toka Aye. Alles klar, mein Freund. Kann ich mich mir irgendwie durchzwängen irgendwo? Sieht schlecht aus, ehrlich gesagt. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass da jetzt ein Sturm aufkommt. Wie kommen wir denn da oben hin, verdammt doch mal? Och, schon wieder solche Spackenkinder. Jetzt geht doch mal weg. Okay, Leute, der Sandsturm kommt langsam näher. Wir sind jetzt schon bald mittendrin und wir sind bald tot. Der macht mir echt zu schaffen hier gerade. Warum treffe ich ihn nicht mehr? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Boah, das war gut, dass wir da ausgewichen sind. Und jetzt komm. Irgendwie wird er stärker. Kann das sein im Sandsturm? Das sieht mir fast so aus, als würde der noch mehr brennen als sonst. Und wir haben ihn. Endlich. Ich muss jetzt da reinkommen. Komme ich denn da eventuell weiter? Hier drinne. Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Es reicht mir langsam. Wie viele Leute denn noch, bitteschön? Okay, das sieht gut aus. Wir sind, glaube ich, da angekommen, wo wir hin sollen. Und was haben wir hier für eine komische Tafel? Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Ja, cool. Grabmal von Set und Arnat.
Und hier haben wir wieder so ein leuchtendes Ding. Was auch immer das sein soll. Ist das einfach Gold? Oder ist das irgendwas Besonderes, Mysteriöses? Ich kann es dir leider nicht sagen. Keine Ahnung. Okay. Was ist das hier alles nur? Richtig komisch. Und hier sind wir angekommen. Okay, aktiviere den antiken Mechanismus. Untersuche die Sichtung. What? Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Wo ist denn dein Bein und wo bist du selber? Hier ist ein Schatz. Raubtierbogen und Eisen. Was haben wir hier? Ich bin der große Heerführer Amneher. Todd, der Herrscher der Ewigkeit ist mit mir. Ich bin der große Gott in der Sonnenbarke. Ich kämpfte gegen die Nubier. Ich nahm ihnen ihren am meisten verehrten Prinzen und behielt den Pygmäen als Trophäe. Männer weinen und Frauen wehklagen, denn ich weile nicht mehr in diesem Reich und segle ins nächste. Wer hat gerade gerufen? Oh, das sind ganz viele. Da sind die ganzen Soldaten. Die Mumiensoldaten werden hier produziert. Ach so. Okay. Und da liegt einer. Wer ist denn der werte Herr? Wir werden gleich mit ihm sprechen. Vorher nehme ich noch diese leuchtenden Erze auf. Eventuell ist das Gold, eventuell ist das auch irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Naja. Oh, hier ist noch was zum Looten. Zedernholz. Können wir gut gebrauchen. Aber hier ist sehr viel von diesem Zeug rumliegend. Okay. Was ist das denn? Platziere 5 zum Aktivieren. Gucken wir gleich. Wir sprechen erstmal mit dem Typ, der da liegt. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Leichen, die wie Soldaten aussahen, griffen mich an. Die habe ich auch getroffen. Was führt dich in diese Gegend? Ich suche nach der verschwundenen Armee von Kambyses. Das ist eine alte Legende. Tausende Männer gingen in einem Sandsturm verloren. Ich glaube, sie hatten viel Gold dabei. Ach so, also ist das Gold. Als ich mich näherte, sah ich ein goldenes Licht. Endlich dachte ich, die Götter haben mich auserwählt, den Schatz der verschwundenen Armee zu finden. Bist du ein Abenteurer oder ein Grabräuber? Von etwas muss man leben. Ich trat ein und sah viele Leichen, seit Jahrhunderten tot. Hinter ihnen ein leuchtendes Objekt. Ich griff danach und hörte plötzlich seltsame Geräusche. Also lud ich es schnell auf mein Kamel, als auf einmal diese schrecklichen Soldaten angriffen. Das Tier ist einfach in die Wüste geflohen. Hier, ich bringe dich in Sicherheit. Okay, Leute. Du musst mein Kamel finden und mir das leuchtende Objekt bringen. Ich bin sicher, dass es die verschwundene Armee wieder erweckt hat. Okay. Ich finde heraus, was geschehen ist. Versteck dich lieber. Okay, Leute, ich weiß nicht, was ich hier gefunden habe heute. Aber ich denke, wir werden damit besser in der nächsten Folge weitermachen. Sonst endet das hier nie. Und das wird sonst zu lang. Ich denke mal, wir müssen hier irgendwie... Wir könnten da hinten ja das Gold irgendwie drauflegen. Und wir müssen hier irgendwas aktivieren. Irgendeinen Mechanismus. Wie uns schon die Quest vorausgesagt hat. Aber, ja, okay. Wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.